Willkommen beim Tutorial Kartenlegen für Liebe und Partnerschaft. Die beiden Hauptpersonen und die beiden Hauptpersonenkarten sind im Lenormand-Deck natürlich der Herr und die Dame, Karte 28 und Karte 29. Um diese Personen geht es bei allen Legungen zum Thema Liebe und Partnerschaft. Wir betrachten die Karten, die unmittelbar neben den Hauptpersonenkarten liegen und sehen, welche Aufschlüsse sie uns geben über das Verhältnis der beiden Personen zueinander. Schauen wir uns an, was die einzelnen Karten in Kombination mit den Hauptpersonenkarten bedeuten. Karte 1 bis 8, der Reiter bis der Sarg. Die Karte 1, der Reiter, bedeutet eine Neuigkeit, eine Nachricht. Der Reiter ist eine Person oder eine Nachricht, die sich schnell verbreitet, die sich schnell bewegt. Hier kommt Aktivität in eine Sache. Entweder erhält er eine Nachricht von ihr oder umgekehrt sie eine Nachricht von ihm. Jedenfalls wird etwas aktiv in Bewegung gesetzt. Die Karte 2, der Klee, bedeutet das kleine Glück im Alltag, glückliche Zufälle, glückliche Umstände, eine schöne und angenehme Zeit, die aber nur kurz dauert. Diese beiden könnten eine angenehme Begegnung haben, ein schönes Treffen oder einfach eine Phase ungestörter Zeit miteinander verbringen. Vielleicht führt auch ein kleiner glücklicher Zufall die beiden zueinander. Die Karte 3, das Schiff, ist die Sehnsuchts- oder Hoffnungskarte. Vielleicht wollen die beiden zu neuen Ufern aufbrechen oder einer von ihnen. Vielleicht hat einer von ihnen oder vielleicht haben beide auch Wünsche bezüglich der Beziehung. Es kann auch sein, dass dieser Mann der Wunschpartner ist oder diese Dame die Wunschpartnerin. Andererseits kann das Schiff auch bedeuten, dass Nachricht von fern kommt. Karte Nummer 4, das Haus, bedeutet Stabilität und Sicherheit. Auf einer ganz konkreten Ebene könnte es heißen, dass diese beiden sich ein gemeinsames Haus suchen, zusammenziehen möchten. Dann wäre oftmals auch Karte Nummer 17 der Storch für den Umzug, für die Veränderung dabei. Es kann aber auch heißen, dass er oder sie ein sehr praktischer und bodenständiger Charakter ist. Oder dass es um das Thema Stabilität und Sicherheit in der Beziehung geht. Karte Nummer 5, der Baum. Der Baum ist, wie Karte Nummer 4, das Haus, etwas Stabiles, etwas Sicheres, aber zugleich auch etwas, was eine zyklische Dauer hat, was natürlich organisch wächst. Der Baum steht in der Liebe für eine dauerhafte, stabile Beziehung, die ihre Phasen hat, wie Jahreszeiten. Vielleicht muss die Beziehung zwischen den beiden noch wachsen und reifen. Vielleicht gibt es aber auch eine sehr dauerhafte Basis und man ist miteinander verwurzelt. Karte Nummer 6, die Wolken. Die Wolken kündigen Sorgen an. Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten, die aber vorübergehender Art sind. Auf vielen Lenormand-Kartendecks sind die Wolken mit einer dunklen und einer hellen Seite gezeichnet. Man muss darauf achten, welche Karte hinter dieser dunklen Seite der Wolken liegt. Ist es zum Beispiel eine Personenkarte, macht sich die Person düstere Gedanken. Ja? Ist es eine andere Karte, die jetzt hier in der Folge liegen könnte, muss man sehen, welche Kartenbedeutung diese folgende Karte hat. Grundsätzlich sind die Wolken ein Indikator für Schwierigkeiten und Probleme, in diesem Fall in der Beziehung. Karte Nummer 7, die Schlange. Die Schlange bedeutet
Schwierigkeiten, Umwege, man geht einen gewundenen Weg, Serpentinen, nicht den geraden Weg. Etwas zwischen den beiden Hauptpersonen läuft nicht gerade oder verzögert sich. Es kann auch sein, dass sie eine Rivalin hat, denn die Schlange bedeutet auch die andere Frau, möglicherweise die Ex-Frau. Die Schlange kann ferner auch den Charakter bezeichnen. Meist einen weiblichen Charakter, die Schlange bedeutet Hinterhältigkeit oder Falschheit. Karte Nummer 8, der Sarg. Das ist eine Karte, die man nicht gerne in Legungen zum Thema Liebe und Beziehung hat, denn der Sarg bedeutet das Ende. Anders als im Tarot, wo die Karte der Tod eine Transformation bedeutet, also auch eine Verbesserung der Situation nach einer grundlegenden Veränderung, bedeutet der Sarg im Lenormand ein wirkliches Ende. Ein Ende, ein Stillstand, eine Stagnation. Wenn die Karte der Sarg zwischen den beiden Hauptpersonenkarten liegt, ist die Beziehung nicht mehr stabil oder ist nicht mehr zu halten. Andererseits kann es auch sein, dass man selbst einen Schlussstrich ziehen möchte. Die Karte der Sarg kündigt eine Trennung an, vielleicht eine Trennung auf Zeit oder eine definitive Trennung. Das sind die Lenormand-Karten 1, der Reiter, bis 8, der Sarg, in Kombination zu den Hauptpersonenkarten.